Oh, dieses Geräusch. Olli. Wir werden es sehen. Der Abend ist ja noch jung. Und wir schauen, was sich ergibt. Okay. Alles kann, nichts muss. Der Ausgang war hier und da, ne? Krause ist mal wieder in Berlin und Krause kommt zu ihm. Oliver Kalkofe, Comedian, Synchronsprecher, Meister der Parodie. In Kalkofes Mattscheibe persifliert er auch gerne mal Leute, die nicht nur mir bekannt vorkommen. Desiree Nick, Jenny Elvers oder Harald Glöckler. Singen kann ich nicht und ich fühl nichts mehr im Gesicht. Keiner will mich sehen, doch ich geh nicht weg. Bleibe stehen, bleibe. Oh Gott. Ganz großes Kino, die Wixxer-Filme. Mit Bastian Pastewka und Oliver Welke schrieb er die Drehbücher und brillierte mit den Kollegen auch vor der Kamera. Ganz schlechtes Kino, in Schlefatz feiert er die schlechtesten Filme aller Zeiten und spielte in einem dieser Filme sogar mit, in Sharknado. Oh. Aufgewachsen in Peine lebt er nun mit seiner Frau und seiner Tochter zusammen am Rande der Hauptstadt, Berlin. Hallöchen. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Oh! Ja, geh mal. Oh! Wer ist denn da? Oh. Ja, schau mal. Hallo. Ja, fast. Ja, hallo. Ja. Ja, das ist ein Angriff. Oh, freust du dich? Der passt auf. Ja. Das klingt so, als würde ich ihn verletzen. Ich mache gar nicht. Ja. Ja, ein guter Wachhund. Ich bin jetzt schon verliebt. Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung, Mensch. Dürfen wir? Ich bin getestet und geimpft. Wir sind 8-fach getestet, 7-fach geimpft. Karl Lauterbach hat selbst den Abstrich heute noch. Ja, alles ist in Ordnung. Wir sind es ist so schön, dich zu sehen. So. Wer ist das denn? Das ist Dexter. Nein. Dexter, unser Wachhund, wie du siehst, der passt sehr gut auf. Hallo, Dexter Morgan. Und verschreckt natürlich sofort jeden, der kommt. Ja, dazu gleich, dass du das weißt. Dexter, als wir uns entschieden haben, einen Hund in unser Leben zu lassen, da wollte unsere Tochter, die damals so ungefähr 10 war, irgendwas cooles Englisches. Und wir konnten uns nicht einigen. Dann war das so Buddy, Buster, blablabla, was so alles so langweilig ist. Und irgendwann kam der Name Dexter. Und das war super, weil sie fand den einfach nur cool. Meine Frau erinnerte das an Dex Dexter vom Denver Clan, ja, der Lover von Alexis. Und ich hatte natürlich sofort Dexter aus der Serie da drin. Und deswegen haben wir uns dann für Dexter entschieden. Und für jeden hat das aber eine andere Bedeutung. Ach, wie schön. Ja? Also für dich ist er einfach ein freundlicher Serienkiller von nebenan. Ne? Und man sieht das ja auch. Ne? Aber er kann sich sehr gut tarnen und kann sehr gut harmlos erscheinen. Der ist aber herzallerliebst. Ja. Ich habe ein Geschenk für Dexter. Darf ich ihm das gleich geben? Oder komm, das machen wir drin. Ja, komm, Dexter. Jetzt hat er noch seinen Burger im Maul und dann ist er. Das ist dann zu viel für ihn. Komm rein. Ach, das ist schön. Es gibt überall so kleine, nerdige Details. Komm rein. So, willkommen. Nein. Solche Sachen hier, also so eine Spider-Man-Figur, das ist immer, wenn man im Kino ist, dann ist das ein Exponat und dann will man das unbedingt haben. Und wie ist das? Du wohnst ja hier mit einer Frau, nehme ich doch mal an. Mit einer Frau und einer Tochter und einem Hund. Den Hund hast du schon kennengelernt. Die anderen haben sich heute jetzt, weil sie gehört haben, du kommst, haben sie Angst bekommen und haben sich versteckt. Ja, alle Frauen verstecken sich, wenn ich komme. Das ist ja schwierig, sowas unterzubringen dann auch, weil das ist ja schon so Jungens-Nerd-Kram. Natürlich. Oder? Und auch meine Frau hatte gar keine Ahnung von Superhelden oder so. Und dann sagte sie als erste so, der Batman, der kommt dann aber nicht in die Wohnung gleich rein. Ne? Aber ihr liebt euch trotzdem. Inzwischen kann sie Batman von Spider-Man auseinanderhalten. Ich habe auch Spider-Man näher gebracht. Sie kennt ihn auch und findet ihn auch super. Aber das hat ein bisschen hat's gedauert, sie erst mal da so ranzuführen. Aber wie schön, das ist wahre Liebe, finde ich, wenn man diesen Kompromiss eingeht. Willst du da jetzt schon rein oder wollen wir später? Wie du möchtest. Also für mich ist es ja auch ein kleines Paradies. Also, was machen wir? Ich würde vorschlagen, wir machen das später, weil da gibt es viel zu gucken. Und jetzt kommst du erst mal an.
Vielen und, Dank. Und kannst du erst mal ablegen. Darf ich das und darf ich dir was anbieten? Möchtest du irgendwas trinken? Was du möchtest. Kaffee, Tee, Wasser, Alkohol, was auch immer du haben möchtest. Dasselbe, das du nimmst. Dann bin ich aus der Bredouille. Ich würde einen Espresso machen. Ist das in Ordnung? Das ist sogar super. Ja? Dann kann Dexter das Geschenk bekommen. Da freut er sich. Er wartet nämlich schon draußen. Er ist nämlich schon rausgegangen, weil er immer denkt, wenn ein Besuch kommt, dann wird mit ihm draußen gespielt. Am besten, wo du möchtest. So, wie es dir am besten gefällt. Guck mal hier, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, Dexi, was ist das? Da kann man. Das ist ein. Ach, guck mal. Das ist ein Donald Trump zum Kauen und. Ein Kautrump? Guck mal hinten am Po. Da kann man Leckerlis reinmachen. Oh, da kannst du Leckerlis reinmachen. Da. Dexi, willst du mal einen Trump holen? Und. Hol den Trump! Ja, sehr gut. Und jetzt beiß auf ihn rum. Mach ihn fertig. Guck mal. Zer kann. So, du hast Ahnung. Ja, darfst du auch den Kopf abbeißen, wenn du möchtest. Ja. Super. Dachte, weil so. Du ein sehr, sehr guter Trump. Und er hat sofort Spaß dran. Ja, und den können wir nachher schön, fülle ich ihm nachher auf mit Leckerli. Und dann wird ihm das richtig gut gefallen. So. Und es ist richtig schön. Das ist ein richtig ein stilvolles, cooles Haus. Das waren eigentlich mal zwei Wohnungen. Also das, wenn man hier die Fassade sich anguckt, das war ein Bungalow. Das war ein Bungalow und da wurde später eine zweite Etage draufgesetzt. Hast du das gemacht? Nein, das habe ich nicht gemacht, das haben die Vorbesitzer gemacht. Hast du schon mal eine Lampe selbst angeschlossen? Nein. Eine Birne kannst du... Eine Glühbirne habe ich gewechselt, ja, das habe ich schon hingekriegt. Glühbirne kann ich wechseln und für Kalender also oder Bilder einen Nagel selber. Bin absolut ungeschickt. Ich hatte eine 4 in Sport. Wenn ich wirklich ein normaler, durchschnittlicher Jugendlicher gewesen wäre, mit gut im Sport, beliebt bei allen, cooler Typ, mit einer eigenen Mofa, von den Mädels geliebt. Aus mir wäre nichts geworden. Ja. Definitiv nicht, weil ich hätte mich da total reinfallen lassen. Genauso auch hätte ich nicht diese wunderbare Langeweile gelebt damals. Dann weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Aber weil es keine andere Möglichkeit in Peine gab. Genau, ne? es gab ja also, das muss man sich heute vorstellen. Ich bin heute oft neidisch auf Kinder und Jugendliche, weil ich denke, ihr habt all das, da habe ich von geträumt. Als Spielzeug, also als Superhelden-Fan. Ne? Ich habe davon geträumt, dass du so kleinen Spider-Man oder Batman oder sowas, gab es alles nicht. Und nur damals war das Tolle, dass es so wenig gab und man sich immer was selber ausdenken musste. So dieses Gefühl von, ach, das hätte ich gern oder darüber würde ich mich freuen, ist auch schön. Dann weißt du es irgendwann mehr zu schätzen. Unbedingt. Ja? Guck mal, so wie Dexter, der die ganze Zeit ich mit bin seinem so Trump glücklich. Spielt. Ja? Der hat die ganze Zeit auf seinem kleinen Gummitrump rumgebissen und ist ganz happy, ne? Weil er weiß, es gibt nicht jeden Tag einen Trump. Nicht jeden Tag kriegst du einen Politiker zum Aufessen. Nee, nicht jeden Tag. Und das ist heute was Besonderes. Würdest du dir noch einen wünschen vielleicht? Welchen hättest du denn gerne? Was willst du denn noch? Hä? Möchtest du einen kleinen Putin oder einen Erdogan oder was? So ein Putin-Schnitzel. Können wir da besorgen für dir. Wenn wir wissen, dass du da so einen Spaß dran hast. Wie alt ist denn Dexter? Er wirkt sehr jung und agil, aber er ist, glaube ich, älter, ne? Das ist das Schöne und darüber sind wir sehr glücklich. Er ist nämlich schon 12. Ach! Er ist schon 12 Jahre, aber er ist im Herzen jung geblieben. Und er ist immer noch so verspielt und hat immer noch Spaß an allem. Und das ist das Tolle. Dexter, hast du jetzt genug mit Trump gespielt? Wir gehen jetzt mal rein. Bist du bereit? So, und hier kommen wir jetzt in das sogenannte Büro. Und was mir so gut gefällt ist, es gibt so viele Leute, die kaufen sich Actionfiguren und lassen die dann in der Packung drin. Finde ich furchtbar. Das finde ich auch furchtbar. Dafür ist es nicht gemacht. Es ist ein Spielzeug. Man möchte es anfassen können, man möchte es anschauen können. Ja, ich weiß, das sind so die Sammler, die sagen, darfst du nicht auspacken und so. Der Wert ist mir ja egal. Ich will die ja nicht weiterverkaufen. Nee, ich will genau. die ja behalten und ich will an denen Spaß haben. Ne? Und hier sind aber auch wirklich nur die ganz großen Arthouse-Filme. Das ist das Schläferzfach. Ja, genau. Das ist das Schläferzfach. Deswegen sind hier auch kleine Requisiten angebracht. Und hier sind die Filme, die ich so als nächstes sichte. Weil du musst
musst nach guten, schlechten Filmen ehrlich suchen. Das ist ja eigentlich schon eine Auszeichnung für den Film, wenn er bei Schläferts schlechteste Filme aller Zeiten um die meisten, genau, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und die meisten haben es auch kapiert. Manche sind aber auch, wie auch bei der Mattscheibe, manche haben es als Ehre gesehen, wenn sie parodiert wurden. Manche sind sauer. Mhm. Und so ist es auch. Wir haben auch einige, Christian Anders haben wir Die Brut des Teufels und Die Todesgöttin des Liebescamps, seine zwei Filme, die er gemacht hat. Als Regisseur, Produzent, Hauptdarsteller, hat das Buch geschrieben, die Musik und alles. Und richtig scheiße. Und die haben wir beide gezeigt. Und der war richtig beleidigt. So, und dann siehst du hier aber ansonsten, also jetzt außer Schläferz, sind dann hier natürlich auch ansonsten halt alles Sachen, die ich liebe. Ne? Also hier Schirmschau Melone, ein ganzes Fach. Weil das ist meine ganze Jugend gewesen. Da habe ich halt alles zu gesammelt. Und dann bin ich ganz stolz hier auf meine James-Bond-Figuren. Hier sind Goldfinger, ne, eine Special Edition. Und hier Leben und Sterben lassen. Da ist es eine schwere Frage. Ich finde sie schwer zu beantworten. Aber wer war dein Bond? Ich finde es wirklich ganz, ganz schwer zu sagen. Also, weil jeder Bond hat seine Zeit. Und es kommt für jeden immer drauf an, mit wem bist du groß geworden oder so. Mein erster, den ich kennenlernte, war wirklich George Lazenby. Weil im Geheimnis seiner Majestät war mein erster Bond. Weil Diana Rigg, Emma Peel, mitspielte. Und ich deswegen... Aber sofort stirbt und, halt. Und dann noch stirbt. Und deswegen war ich total schockiert und dachte immer, die Frau stirbt immer. Das ist immer ganz tragisch. Und ich habe also Bond erst ganz anders verstanden nach meinem ersten Film. Ich würde gerne deine Sammlung um eine Kleinigkeit bereichern. Bleib mal so stehen, wie in einem Schlussfreeze von einer 80er-Jahre-Sitcom in den 80ern. Was 80er-Jahre ist eine Doppelung, nicht wahr? Ah, oh, was ist denn das? Ein Umschlag. Ja, das hast du noch, vielleicht noch nicht. Ich weiß es nicht. Ach, wie wunderbar. Es ist ein Original. Oh nein, wie geil. Oh ja, das ist natürlich, das ist Diana Rigg, die Schauspielerin von Emma Peel. Genau, und hier im Hochzeitskleid aus Im Geheimdienst ihrer Majestät, James Bond, mein erster Bond-Film, den ich wirklich immer noch extrem feiere. Und dieses Bild habe ich definitiv nicht. Das ist ein Original-Autogramm, also es ist kein Druck. Das ist wirklich tatsächlich ersteigert. Oh, wunderschön, das wird einen Ehrenrahmen und Ehrenplatz bekommen. Ganz, ganz geil. Oh, da freue ich mich aber echt riesig. Und ich weiß, dass du sowas zu schätzen weißt. Das ist das Schöne. Also wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ein wunderschönes Geschenk. Das freut mich sehr. Dafür nehme ich jetzt den Sean Connery mit. Das könnte ein Problem werden. Ja. Und den habe ich gekauft und der hat nämlich hier auch, pass auf, er hat mit der Peitsche. Ne? Und du kannst dann, wenn du, mal sehen, okay, drückst hinten drauf. Oh, dieses Geräusch. Ja. Cool, ne? Wenn ich den, aber den hatte ich auch nicht als Kind. Das wäre das Spielzeug gewesen. Kann man den Hut abnehmen? Den Hut? Nee, der ist drauf. Schade. Pistole kannst du ihm abnehmen. Hier hat er auch noch einen Proviantbeutel. Da kannst du ja dein Brot reintun, wenn du zum Spielen gehst. Hier kannst du die Pistole rein. Also finde ich schon ziemlich gut davon. Und das hier eben mit der Peitsche, das ist, also wenn ich das gehabt hätte. Das ist wirklich tatsächlich, man kann jetzt alles nachholen. Ach, das ist so schön. Ey. Aber wir gehen auch noch mal raus. Ne? Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal kurz raus. Ja. Und setzen uns hin, weil das Wetter ja auch noch wirklich schön ist. Und dann nutzen wir das noch mal. Und dann kommen wir wieder hierher. Und dann haben wir ja noch ganz viel Zeit und dann können wir uns hinsetzen, Filme gucken und eintrinken, mehrere. Ah, es wird wirklich anstrengend. Mann, ist das ein anstrengender Job. Harter Job, ja. Aber einer muss ihn ja machen. Ja, Mann, das ist wirklich. Das muss ich heute mit Oliver Kalkofer DVDs gucken und eintrinken. Boah, okay, gut. Kann sich's nicht aussuchen. Na gut, dann machen wir das halt so. Dann gehen wir jetzt erstmal. Ja, okay. Ich mag das Geräusch. Dieses unnötig lange Rühren. Ja. Professionell. Und früh. Was hast du, Kamille? Minze. Minze. Ich habe Earl Grey. Klassiker. Earl Grey heiß. Heiß, Earl Grey heiß. Ein Zitat von? Picard. Sehr gut. Ach, ich fühle mich hier so zu Hause bei dir. Sag mal, dieser wunderschöne, windige Ort, an dem wir hier sind, ist das so was, wo du öfter abhängst, mit dem Hund spazieren gehst? Also das ist nicht weit von uns zu Hause und es ist einer der schönsten Plätze, glaube ich, die du in Berlin überhaupt haben kannst. Hier, das ist der Schlachtensee und hier eben ein schönes kleines Lokal hier da dran, das ist halt wunderschön. Ich bin hier aber seltener, als ich sollte. Also es ist so schön, ich sollte eigentlich hier viel öfter sein. Gehst du gerne raus oder bist du schon immer noch der Stubenhocker? Ich bin eigentlich schon
Natural Born Stubenhocker. So bin ich aufgewachsen und es hat mich irgendwie nie in die Ferne gezogen und Wandern oder so fand ich nie toll. Und Wandertag und so, das war immer der furchtbarste Tag neben Bundesjugendspielen. Ja, stimmt, Wandertag ist auch immer wahnsinnig langweilig. Furchtbar. Und Bundesjugendspiele war also für mich zumindest als sehr unsportliches Kind, ich war übrigens auch ein dickes Kind, man mag es kaum glauben, das war für mich auch immer so eine systematische Demütigung. Absolut. Also so eine Mobbing-Einladung. Ja, absolut. Absolut. Also du hast es ja inzwischen wenigstens überwunden, bei mir, ich arbeite heute noch dran, an der dicke Kind-Ära. Aber bei mir war es auch, ich wusste, ich versage. Ich wusste, ich kriege es nicht. Ich gehöre auch zu denen, die nie eine Urkunde bekommen haben. Also nicht mal, ansonsten war immer, ja, aber ne, also Teilnehmer. Und die kriegst du auch wenigstens. Nein, ich hab, auch das habe ich bin immer an allem gescheitert. Wo hast du dir dein Selbstbewusstsein dann hergeholt? Durch das Lustigsein? Ja, ich glaube, Humor war für mich dann immer so eine Art, ein bisschen eine Waffe und eben eine zur Selbstverteidigung. Also ich habe mich nie besonders ernst genommen. Ich habe nie große Eitelkeitsprobleme oder so gehabt. Also vor der Kamera oder so habe ich überhaupt kein Problem, mich zum Idioten und zum Affen zu machen. Und es ist mir egal, wie furchtbar ich da aussehe, da bin ich in einer Rolle, das weiß ich. Das ist Hauptsache ist lustig. Wenn da die Leute drüber lachen, ist das schön. Und du zeigst auch vollen Körpereinsatz. Also es gibt so ein paar, ich habe kürzlich dieses noch mal angeguckt, wo du Glöckler gemacht hast. Ja. Und aber auch die Background-Tänzerin, ja, von Glöckler. Ja. Und das ist schon, also wenn ich mal einen Moment brauche, um es rauszuzögern, denke ich an diese Bilder. Ja, das ist genau, das ist richtig, ja. Aber ich weiß auch, dass viele danach mir gesagt haben, also bei den Background-Sängerinnen, oh, das war aber sehr mutig. Ja. Und ich dachte auch, ja, aber andererseits fand ich es auch so lustig. Ja, ich ist es auch. Ich habe mich halt gesehen und dachte, wie kann man so scheiße aussehen? Ja, das bist ja du. Okay, ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber ist schon sehr lustig. Bei wem anders hätte ich es, glaube ich, sehr lustig gefunden. Bei mir musste ich mich dann da überzeugen, dass das schon in Ordnung ist. Aber ich fand es einfach gut. Und es ist auch ein bisschen Konfrontationstherapie, sich mit seinem eigenen Körper selbst konfrontieren und auseinandersetzen. Ja, es gehört ja dazu. Also wenn das eben so ist, ich war ein Kind, das war sehr dünn. Also erst. Und das war in den späten 60ern, frühen 70ern, galt noch sehr dünn als mager. Und ich weiß, dass ich dann so mit 9 oder 10 bekam ich Aufbaupräparate, die sehr gut gewirkt haben, wie man heute noch sehen kann. Ich muss einmal die Nase putzen. Putz die Nase, ich stelle so lange eine längere Frage. Na gut, aber warte, ich tröte dabei. Olli. Folgende Frage. Der implizierte Vorwurf bei der Mattscheibe, das war ja der Anfang von allem. Übrigens angefangen als Radiorubrik und dann als sehr erfolgreiche Fernsehsendung, die übrigens auch nur 15 Minuten ging bei Premiere damals. Und beim einen oder anderen hätte der Eindruck entstehen können, du hasst das Fernsehen. Ja. Ne? Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, du liebst es ja. Das ist das, was immer falsch verstanden wurde. Und ich habe das Fernsehen nie gehasst. Ich habe es immer geliebt. Aber ich habe einzelne Formate und einzelne Dinge, die da geschahen, gehasst. Oder sagen wir mal nicht, Hass ist vielleicht auch ein falsches Wort. Die haben mich wütend gemacht. Die haben mich einfach geärgert. Und zwar deswegen, weil ich das Fernsehen liebe und dachte, wollt ihr mich verarschen? Was macht ihr hier? Das Fernsehen hat so tolle Möglichkeiten. Man kann so wunderbare Dinge da tun. Warum macht ihr so eine Scheiße? Und du hast natürlich auch sehr viele Feinde dann wahrscheinlich gehabt. Ja. Also wurde es auch verklagt schon, beziehungsweise die Firma wurde verklagt, der Sender wurde damals verklagt von Der Preis ist heiß war das, ne? Ja, es war, genau, es gab ab und zu mal Klagen, die über viele Jahre weitergingen und bis zum Bundesgerichtshof führten. Und es gibt heute, und da bin ich sehr stolz drauf, ein BGH-Urteil vom Bundesgerichtshof, ein Kalkofe-Urteil. Unfassbar, ja. Dass das, was ich tue, in Ordnung ist und dass das rechtens ist. Also das heißt, ich darf Ausschnitte benutzen und daraus etwas Neues entstehen lassen. Das heißt wirklich, es heißt wirklich das Kalkofe-Urteil. Das Kalkofe-Urteil. Du hast einen Präzedenzfall geschaffen. Ja. Das ist, hat auch nicht, kann nicht jeder behaupten. Nee, absolut. Du bist eine Person der juristischen Geschichte. Ja, bin ich auch stolz drauf. Es ist ein bisschen kalt geworden, ich gebe es zu. So schön das hier ist, aber was man auf dem Bild vielleicht nicht sieht, ist, dass es doch auch sehr frostig geworden ist. Und dass ich merke, wenn ich lange irgendwie im Kühlen sitze, so schön das in der Sonne noch ist, geht wirklich meine Nase zu und ich kann irgendwann nicht mehr richtig sprechen. Sollen wir reingehen? Ich würde mal sagen, jetzt wechseln wir mal wieder nach drin. Ja, sehr, sehr gerne. Komm, das hier, Ex. So. Ich könnte jetzt richtig rülpsen. Aber ich mach's nicht. Hast du eigentlich Hunger? Ah ja, auch mal drüber nachdenken.
Kochst du? Nein. Lecker! Ja, ich habe mal gedacht, jetzt, wenn wir schon mal drin sind, ich habe ein bisschen Sushi schnell gemacht. Ja, danke, das ist aber sehr nett. Und Fisch gehäutet und so. Und ich dachte, das ist, ne? Das ist noch Handwerk. Das ist das Richtige, ne? Jetzt, ja. Den probieren wir jetzt und dekantieren. Und damit der dann atmen kann, in Ruhe, werden wir uns mit Weißwein erstmal mit einem schönen Organe erstmal anfangen. Super. Aber man muss gerade beim Trinken einen Plan haben. Das ist sehr gut. Und es planlos trinken ist, ne, das ist also für sehr junge Menschen. Aber in unserem reifen Alter, da braucht man einen Plan. Unbedingt und vor allem, man überlegt sich gut, wann man trinkt, weil man weiß, wie lange man das auszubaden hat. Genau, genau. Und dann muss es sich auch lohnen. Richtig. Ist das die Karaffe oder ist das? Das ist die zum Dekantieren, damit er. Schön. Das ist jetzt eine tolle Karaffe. Coole Karaffe, ne? Das ist auch, sieht auch ein bisschen aus wie so ein erotisches Spielzeug irgendwie. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich eine Karaffe ist. Wir werden es sehen. Der Abend ist ja noch jung. Und wir schauen, was sich ergibt. Alles kann, nichts muss. Der Ausgang war hier und da, ne? Nur mal ganz kurz meine Mindmap, die ich mir in diesem Augenblick als Fluchtplan baue. Ja, wie nett. Vielen Dank, dass du den guten Wein hier für mich aufmachst. Das ist ganz, ganz toll. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit für dich dabei. Kriegst du später. Das hoffe ich doch. Soll ich die jetzt da hinten hinstellen? Ich stelle erstmal zur Seite und jetzt mache ich den Lugana erstmal auf, damit wir erstmal zum Fisch und so ist ja eigentlich auch sehr gut. Besser. Ja, und wir wollen ja mit Stil, nicht wahr? Richtig. So. Ne, wir wollen auch den jungen Zuschauern ja beibringen, wie man mit Stil säuft. Den jungen Zuschauern, ja? Im SWR. Liebe Trinker, ja, allen genau. Dreien beibringen. Das ist doch der Jugendsender von diesem ersten, oder? Habe ich doch gehört. Ja. So. Da kommen die ganzen verrückten, okay. Innovativen. Ne? Das ist der coole Lugana. Oder Lugana. Luke. Wie auch viele einfach nur sagen. Oh, jetzt habe ich den nicht ganz. Ich bin dein Vater. Vater. Brauchst du ich bin Hilfe? Dein Wein. Oh, warum geht der nicht? Sehr gut. Das ist immer, wenn man so lässig sein will. Ne? Das sah sehr elegant aus. Das in die Hose. Aber den haben wir jetzt hier schon mal. Und damit beginnen wir. Oh. Das tun wir noch in den Kühlschrank, als ich das Frühstück mache. Ist jetzt schon so weit angetrunken, dass wir vielleicht noch nicht ganz beschissenen Film gucken können oder irgendwas? Nein, noch nicht. Wir gucken sehr gerne beschissen. Ich würde voll gerne einen beschissenen Film mit dir gucken. Ja. Wirklich, lass uns das wirklich. Ich finde, das ist. Das, aber ich habe noch ein Geschenk, weil ich für Geschenke ist immer Zeit. Ja, weil ich ja wusste, dass du so ein Gin-Fan bist. Ja. Dachte ich, bringe dir eine kleine Auswahl mit. So. Und zwar einen Gin aus dem Sendegebiet des SWR. Geil. Schwarzwald-Gin. Und dann habe ich dir hier so kleine. Ach, herrlich. Damit kannst du, wenn dir das nicht würzig genug ist, kannst du so ein bisschen noch so anhipstern. Wunderbar. Ist Spielerei. Ach, das sind so Botanicals. Genau. Gut, was haben wir denn hier noch? Gin. Und das ist tatsächlich alles aus, natürlich alle aus Deutschland selber Cape gemacht. Town. Gölner Gin. Sehr geil. Die probieren wir jetzt alle durch und meine ja auch noch auf dem Wagen. Habe ich den Wagen? Habt ihr den schon? Ich hole den. Okay, wir müssen. Dann lass jetzt. Ich hole den Wagen einmal ran. Wir müssen einen schlechten Film schauen, sonst ist das. Wir sind. Ich komme einmal und rolle den Gin-Wagen. Dann müssen wir aber Sharknado 1 bis 6 gucken. Ja, und da wir Sharknado ja schon mal angerissen haben, so thematisch, finde ich, sollten wir noch mal in die Sharknado-Historie einsteigen. Ja. Also es sind Haie, die Killerhaie. Einfach der klassische Gedanke, wo man sich fragt, warum ist da zur Hölle noch keiner vorher drauf gekommen? Haie in Wirbelstürmen. Ja, genau. Wirbelsturmhaie. Also ein Sharknado, also aus Shark und Tornado zusammengesetzt, ein Wirbelhai und ein Haifun sozusagen. Da, das sieht sehr einladend aus. Ja. Massagestuhl hier. Wir werden uns jetzt hier gleich, ich werde dir erlauben, in den hochprofessionellen Massagesessel zu steigen. Jetzt muss ich aber dir noch eins zeigen. Du musst jetzt das anstellen. Jetzt machst du dies ja noch hoch und steckst die Arme da rein. Ja, weil auch die Arme werden. Ich hab's so gesehen. Ja, wenn dir das manchmal, wenn das hier unten im Lendenbereich zu stark wird, geh ein bisschen mit. Ja? Okay, jetzt, ja, na klar, wenn ich's noch kann. Ich schalte ihn jetzt an. Du wirst erstmal eingemessen. Wow. Ich kann ihn noch verstärken. Ich lasse es jetzt erstmal auf der normalen schwachen Stufe. Oh, kannst du das noch erhöhen? Kann ich mich gleich bäuchlings drauflegen? Das kannst du danach auch versuchen. Oh,
Der fasst mich an Stellen an, wo ich schon lange nicht mehr angefasst wurde. Der knet sich richtig durch. Also alles, was hinten im Bereich Schulterblätter und so ist, da spürst du richtig was. Ich zieh mal meine Uhr aus. Ja. Kann sein, dass er dir die zerquetscht. Und auch die Beine, der macht dich richtig. Ich kann es auch noch stärker stellen. Ja, komm, mach stärker jetzt. Ich will es wissen. Hier. Dann musst du einmal hier, das hier einmal. Alles, was hier passiert, bleibt hier, nicht wahr? Und dann mache ich hier. Ich mache jetzt auf Vollpower für alles. Ich mache den jetzt auch auf Entspannungsmodus. Ist das auch ein Massage? Nee, das ist ohne Massage. Und wir schauen jetzt in der Schläferz-Version Sharknado 3 mit unserem ersten Durchbruch in Hollywood. Hier siehst du, das ist unsere Szene. Halt, da sieht man mich schon im Anschnitt. Da sind wir. Und schon sind wir weg und laufen weg und laufen hier gleich, aber auch noch, man sieht uns noch beim Rauslaufen irgendwo im Zwischenstück. Es sind 12 Sekunden, wenn du sie alle zusammenzählst. Ein großer Moment der Filmgeschichte. Aber wir haben es geschafft, wir sind da. Hier werden alle gefressen, alle werden zermanscht. Und da kommt der Hai, du siehst, er kämpft sich hoch und jetzt ist der arme Wrestler dran und wird gleich gefressen. Jetzt wird er, da ist er tot, ist er, zack. Blut, alle tot. Ich würde ja applaudieren, aber meine Hände sind eingeklemmt. Der hat die Kraft, dass du deinen Fuß nicht mehr aus dieser Presse rausbekommst und auch den Arm nicht mehr. Ja, und ich weiß, der Stuhl könnte dich töten, wenn er wollte. Oh Gott. Ja. Aber bei mir hat er nie was getan. Wir haben ein sehr respektvolles Verhältnis zueinander. Jetzt ist auch schon, die Grenze der Intimität ist definitiv überschritten. Überschritten, ja. Also wir sind ihr dürft euch duzen. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt per Du. Kann ich nicht eigentlich in diesem Stuhl schlafen? Ja, denn also wo schlafe ich denn überhaupt? Ich habe das überhaupt noch gar nicht gesehen. Achso, ja, ich sag dir gleich, du wirst im Gästezimmer schlafen. Ich führe dich dann gleich noch runter. Ich schlafe im Keller. Du schläfst im Keller? Okay. Im Gästebereich. In der Gäste-Lounge. Der Stuhl hat ein super Timing, weil der hat nämlich jetzt genau das aufgehört und sagt dir, du musst ins Bett. Ich muss wirklich ins Bett. Ich gebe dir gerne noch ein Glas mit. Ja, so als Schwimmertrunk. Für unten. Ne? Ja. Ich gieße dir noch einen ein, den du mitnimmst, damit du auch gut schlafen kannst. Das ist das sozusagen Wigmedi-Night für Erwachsene. Da gieße ich dir jetzt noch schön was ein und dann gehst du aber schlafen. Voll gerne. Ja. Da haben wir morgen noch einiges vor. Ich ruf dich an. Guten Morgen. Hier bist du, hier steckst du. Ja, ich dachte, wir machen Frühstück am besten in der klassischen Late-Night- bzw. Early-Morning-Show. Das schmerzt ein bisschen, ehrlich gesagt. I'm not used to sit on this side on the desk, you know? Sollen wir tauschen? Nee, danke. Das ist auch gerne, kannst auch gerne. Muss das sein? Musst du Salz in diese Wunde streuen? Das ist wirklich das erste Mal, dass ich hier einen echten Late-Night- Moderator bei mir an einem nachgemachten Late-Night-Tisch sitzen habe, der eigentlich auch nie für eine Late-Night gemacht war. Aber das finde ich ist ein klassischer Moment. So. Das ist schön, ne? Ja. Siehst du, kann ich dir auch mal was geben? Ist das für mich? Der ist für dich, den habe ich frisch gemacht. Und hier ist ein bisschen Trockengebäck, weil wir sind schlechte Frühstücksgastgeber. Also ich frühstücke nie.
Und wir haben wirklich keine Frühstückssachen. So die Utensilien, die du irgendwie, Marmelade, frische Brötchen oder weiß nicht was. Also keiner richtig Frühstück bei uns. Aber was machst du denn? Da musst du morgens was essen. Ich schlafe lange. Erstens, weil ich nachts arbeite. Normalerweise schlafe ich lange. Dann lasse ich Frühstück ausfallen und gehe direkt zum Mittagessen über. Und wenn hier bei uns unsere Tochter, wenn die morgens geht, macht sie vielleicht noch einen Toast oder meine Frau macht sie Müsli oder so, worauf sie Lust hat, ich eigentlich meistens gar nichts oder mir mal schnell ein Rührei oder so. Und deswegen, ich bin gar kein Frühstückstyp. Und wie lange, was heißt du, weil gestern war es so, ich weiß nicht so, ich kann mich nicht so genau erinnern, der Gin hat Teile meiner... Es war sehr spät, es war aber schon, glaube ich, es war schon der neue Tag, war schon angebrochen. Definitiv, aber es war, bist du noch wach geblieben? Ich bin noch ein bisschen wach geblieben, aber auch nicht mehr ganz so lange. Und das muss man vielleicht hier auch einmal ganz kurz erklären, dass die Leute nicht denken, ich habe so ein Spleen, dass ich mir zu Hause einen Late-Night-Tisch ins Wohnzimmer gestellt habe und vor unserem Hund immer abends ein Stand-Up halte. Ich finde aber völlig okay. Mit wäre in Ordnung. Ne? Nein, das hier, wir sind im Keller. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Keller. Und im Kellerraum haben wir mal hier kurzzeitig das irgendwann als Studio umgebaut. Und irgendwann haben wir es aufgegeben. Aber der Rest der Kulisse, der ist noch bei mir stehen geblieben. Weil es ist auf jeden Fall ein schöner Platz. Absolut richtig. Also ich, wie gesagt, es ist ein Late-Night-Schreibtisch. Ich finde, es ist ein wunderschöner Platz. Ja, also... Und hier hast du auch deinen Shoutout gemacht. Wunderbar. Oh mein Gott. Was wäre denn deine Superkraft? Meine Superkraft... Ich weiß nicht, meine super, also ich hätte gerne, Spider-Man fand ich super. Also ja. fand ich eine tolle Superkraft. Ist ja die Gefahr zu groß, dass das irgendwie mal versehentlich passiert und dann irgendwie sich ein Glas vom Nachbartisch im Restaurant aus Versehen ein... Oder dass du irgendwo kleben bleibst. Genau so, oh mein Gott, das ist mir sehr unangenehm gerade. Kann mir auch, das finde ich jetzt auch toll. Aber sonst fand ich schon Spider-Man immer sehr, sehr cool. Und du hast halt immer, du musst ja bedenken, du hättest immer diesen Catsuit an, ne? Da sieht man alles. Ja. Das hat mich dann da ja auch abgeschreckt. Deswegen habe ich ja meine Superheldenkarriere auch auf. Was machen wir denn eigentlich noch mit diesem angefangen? Ich habe ein halbes Croissant gegessen, ich bin fit für den Tag. Du bist fit und wir haben überlegt, ja, was machen wir noch? Und wir können ja nicht immer nur sitzen und essen und saufen. Was? Ne? Und wieso deswegen hieß es, was Sportliches einlegen. Und da ich ja schon, also wir haben ja beide schon festgestellt, dass Sport nicht unser Freund ist. Aber eine Sportart, die eigentlich auch nur dazu da ist, damit man dabei... einen trinken kann und vielleicht noch was essen kann und quatschen kann, ist Kegeln. Ja. Und ich habe wirklich eine ganze Zeit früher gekegelt. Dann lass uns kegeln. Und deswegen denke ich, ist mal heute ein guter Tag zum Kegeln. Auf den Pegel. Frisch gepresst. Also von einer Firma. Wir die Einzigen. Ich dachte, hier wird geraucht und gekegelt. Das nenne ich mal Luxuskegeln, oder? Keiner da, für uns die Bahn ganz allein, aber das sieht wirklich richtig gut aus. Erinnert mich auch ein bisschen an die frühere Kegelbahn, auf der ich in der Nähe da von Hannover gekegelt habe, aber die ist wesentlich größer, sauberer, du hast viel mehr Plätze und eine eigene Theke, das hatten wir nicht. Das finde ich natürlich besonders gut. Eine eigene Theke. Und man sagte, wir können die sogar benutzen. Oh, das. Da müssen wir, also wenn man beim Kegeln ist, dann muss man natürlich sich auch noch ein Bier zapfen. Aber das machen wir später zur Belohnung. Ja, okay. Wir fangen an, nüchtern zu kegeln, weil du hast mir ja gesagt, du hast noch nicht. Ich habe noch nie gekegelt. Deswegen fangen wir jetzt nur mal mit dem Wasser an. Ja. Und du hast noch nie gekegelt. Weißt du, darfst du dir hier einfach die Sachen nehmen? Ist das abgeklärt mit dem Kegelverein? Man hat es uns erlaubt. Man hat gesagt, es wäre alles hier, wir können alles benutzen. Wir wollen aber auch, wir versuchen aber die Bahn nicht zu zerstören. Also dass du jetzt, wenn du eine Pumpe wirfst, nicht frustriert sein, nicht die Stühle zerschlagen. Oder was ist eine Pumpe werfen? Eine Pumpe werfen und Pumpe oder Pudel ist, wenn die Kugel in die Rinne geht. Dann lass uns hier mal eine Kugel schmettern. Wir schmettern jetzt gleich eine Kugel und du, also wir machen mal drei Probewürfe. Geht bestimmt gleich erstmal in der Hose. Oh, ich sehe den Ehrgeiz in deinen Augen. Alter, voll gut. Nein, ist gut. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! So, 6 wenigstens. Jetzt versuch mal. Ich nehme eine blaue dann jetzt. Nimm du blau, wie du möchtest. Okay. So. Ja. Deine Kugel kommt zurück. Ja. Das ist aber gut, so gut erzogene Kugel. Natürlich, komm. Okay. Platz. So. Okay. Der erste Kegelwurf des Pierre M. Krause. Ja. Ja! Gar nicht so schlecht.
Trotzdem wärst du jetzt disqualifiziert. Wieso? Weil du über die Schnur geworfen hast. Du musst unter der Schnur. Ach so, wirklich? Ja. Das hast du nicht gesagt. Habe ich vergessen zu sagen. Deswegen nicht dein Fehler. Also, und sehr guter Wurf ansonsten. Aber unter der Schnur. Ach, unter der Schnur. Du darfst nicht übertreten, okay. Genau. Und du musst da genau unter die Schnur. Also Limbo quasi. Ja. Okay. Und wenn die Kugeln zurückkommen, immer aufpassen. Ein Kegelunfall, der gerne passiert ist, dass du die gerade nimmst, dann kommt die Kugel und dann Finger gebrochen. Ne? Also daher aufpassen. Noch ein Probewurf? Ja, gerne. Boah, 8, der zählt. Ja, das ist so, du musst ja auch mal wissen, was ein Pudel ist. Ja. Oh, komm, bleib, mach keinen Scheiß. Super. Bam. Hey, super Wurf, bitte. Naturtalent, sag ich mal. Ich sehe mich jetzt schon in der Profiliga. Wir müssen sofort einen Kegelclub gründen. So, jetzt würde ich sagen, hier muss man gucken, irgendwo ist Reset. Ich weiß nicht, irgendeine rote macht mit Sicherheit Reset. Drückst du gerade nur wahllos? Ich drück einfach wahllos. Achso, ist auf dem Kopf, deswegen. Maschine stopp. Ah, so ergibt Anzeige löschen, da muss man. Okay. Da ist es, Anzeige löschen. So, jetzt haben wir das. Sag du einen Wetteinsatz. Die Pilzrunde geht auf den Verlierer. Ja, der Verlierer muss zapfen. Ja, das ist gut. Der Verlierer muss zapfen. Scheibe! Ja, das kannst du aber noch aufholen. Du bist echt gut. Na. Nein! Strike! Ha! So, bitte. Aber es war auch Glück. Call me Mr. Nein. Und jetzt, ehrlich, das habe ich so gut wie nie geschafft. Das habe ich jetzt nur für die Kameras gemacht. Ja. Es ist nur, weil einer meiner größten Sportmomente in meinem Leben, wo du gerade jetzt dabei bist. Ich bin so schön teil. Habe ich nicht? Ja. Wirklich, das ist toll. Das ist wirklich süß, das erste Mal ein bisschen. Ne? Ach, mir kommen fast die Tränen. Ja, das war das auch bei meinem ersten Mal so. Jugendkegeln. Beim letzten Mal auch. Und immer weine ich. Naja, gut. Ah! Ah! Ich schrei einfach mit aus Solidarität. Hast du gepudelt? Ja. Schön. Ja. 8. So. Ei. Ja, und noch eine 8. Das gibt's doch nicht. So geht das. Wie unsympathisch von dir. Ah, jetzt kommt der Ehrgeiz. Aber man merkt es wirklich. Warum hatte ich das nie? Ja, das ist wirklich. Warum habe ich das nie gehabt als Kind? Beim Laufen oder Springen. Oder wie Kugelstoßen. Nein, niemals. Aber hier. Wenn ich weiß, ein Bier erwartet mich dann. So einfach ist es. Und schon wieder die Karte. Warum wird man nicht irgendwie so motiviert? In der Schule, ne? So gerade ab der 3. Klasse, wenn ihr das Alphabet könnt, kriegt jeder ein Bier. Du läufst und da hinten ist ein Bierstand. Ja. Das würde so die Leistung steigern. So, letzter Wurf. Auf der Martin-Semmel-Rogge-Grundschule. Ja! Oh, ist das gut. Sag ich mal so, ich hab keine Ahnung, was gut ist. Das ist überhaupt nicht gut. Ich weiß auch nicht. Und noch eine 8. Boah, guck an. Triple 8 und ein Mann. Eine meiner besten Leistungen, glaube ich, die ich je im Kegeln gebracht habe. Im Kegeln? Ich dachte, im Leben. Okay. Wahnsinn. Sind wir jetzt, ist die Runde jetzt durch? Nein, die ist oder? Durch, ja. Und ich habe dann doch knapp gewonnen. Das heißt, du musst zapfen. 63-50. Ich zapfe. An den Zapfhahn. Du hast gern Schaum, ne? Finde ich super. Guck mal, was für ein schönes Bier das jetzt übrigens geworden ist. Hat ein bisschen Zeit gedauert, aber es ist ein schönes Bier. Guck mal, du hast heute zwei neue Talente entdeckt. Aber echt? Kegeln und Bierzapfen. Ehrlich gesagt, das zweite gefällt mir besser. Das ist doch großartig. Darauf. Auf dich. Auf die neue Karriere. Und Vorsicht beim Kegeln. Das ist ein sehr gefährlicher Sport, wie du gehört hast. Ja. Irgendwie kriege ich bei Bier immer Hunger. Das stimmt. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt zum Abschluss, weil irgendwann musst du ja auch deine U-Bahn oder deine S-Bahn oder was kriegen, ne? Ein Pferd. Dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsitaliener. Und übrigens, wenn es klappt, haben wir vielleicht sogar noch einen kleinen Überraschungsgast. Einen kleinen? Einen sogar ganz großen und großartigen Überraschungsgast. Aber hoffen wir mal, dass das klappt.
Jemand Prominentes? Ja, dann gibt es noch einen kleinen Cameo-Auftritt. Oh, toll. Mag ich die Person? Jemand, den du kennst. Das will ich aber stark hoffen und ich denke auf jeden Fall sogar sehr. Okay. Gib mir mal noch Tipp, wer jetzt der prominente Cameo-Gast ist, der jetzt gleich hier in diesem Restaurant sein wird. Das, ich weiß nicht, ob ich dir das will verraten sein. Sagen wir mal so, eine weibliche Person, ja? Die du kennst, sehr mag, die dich sehr mag und die auch schon in deiner Sendung war. Meine Beziehungsweise, Mutter. Du hast sie schon besucht. So, aber mehr sage ich nicht. Ich habe eine. Das ist nicht Harald Glöckler. Aber mehr verrate ich dir nicht. So, und jetzt sind wir da. Okay. Ich überlege nämlich gerade, ob es das Restaurant 4 Jahreszeiten ist und eine davon vielleicht die Jahreszeit Winter ist. Ich kann dir nicht sagen. Nein, ich glaube, das ist das La Gondola. Ich weiß es nicht. Aber ich Gondola Gause. Ich darf nicht spoilern. Gondola Gause. Bei der war ich aber noch nicht. Ach so. Okay. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja. Ich bin so glücklich. Das ist wirklich eine ganz große Freude. Ja, aber ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich sehr. So, jetzt wünsche ich auch guten Appetit. Guten Appetit. Aber sag mal ganz kurz, ihr kennt euch also auch privat, ne? Oder ja. Weil, also, dass du im Wichser mitgespielt hast, wissen wir natürlich. Mhm. Hast du denn gewusst, worauf du dich einlässt? Oder hast du gleich gewusst, da mache ich mit, weil ich Lust auf einen lustigen Film habe? Du hast ja schon Erfahrung in lustigen Filmen. Ja, ne, ich meine, die Rolle war nicht groß. Ja. Aber bedeutsam. Aber ich wollte gerade sagen, genau, aber sie war von Bedeutung. Ja, aber ich habe gedacht, wenn es jetzt eine Katastrophe ist, dann fällt das nicht so auf, weil die Rolle nicht so groß ist. Naja. Sehr clever, ja. Und wenn nicht, dann kann ich auch in der kleinen Rolle einen Stempel setzen. So, ja, ne? Genau. Und ja, das hast du getan. Und es ist ja ein Kultfilm geworden. Mhm. Ne? Aber ich sehe, das ist ja, ich freue mich auch total, dass ich Menschen zusammenbringen darf. Es ist eine Crossover-Folge, Olli. Es ist eine wirklich Crossover, ja. Das ist super endlich. Nerdy gerade. Ja, ja, das große Pierre Krause Universum genau. Sozusagen, ne, trifft sich aus, die verschiedenen Parallelwelten kommen zusammen. Wie großartig. Ich trinke noch einen fürs Bild. Ja, ich trinke auch noch mal fürs Bild. Komm, trink du doch auch mal fürs Bild. Ja. Ist du nur fürs Bild. Ich muss auch bald los. Deswegen trinken wir lieber noch mal fürs Bild, bevor ich losgehe. Eine große Freude, das hier zusammenzubringen. Crossover-Folge, es geht ein kleiner Nerd-Traum in Erinnerung. Ja. Damit musst du jetzt arbeiten, dass du jetzt mehr Crossover, dass das ganze Krause-Universum, wie bei MCU, wie beim Marvel Cinematic Universe, das musst du jetzt auch ausbauen. Und dass dann immer in jeder Folge ein Gast aus einer anderen Folge kommt. Und am Ende kämpfen alle Gäste zusammen gegen eine Bedrohung aus dem Weltall, um die Erde zu retten. Das ist toll. Ihr seid mein Avengers-Team. Ja, ja, genau. Ja. Wir machen das. Wir sind der Anfang der Krause-Avengers. Was wäre deine Superkraft? Ja. Olli hätte gerne die Superkraft von Spider-Man. Also kann Netze schießen, sehr schnell rennen und ist sehr, sehr stark. Wir haben über Superhelden gesprochen. Hättest du gerne eine Superkraft? Fliegen, Röntgenblick. Unsichtbar. Unsichtbar. Sehr schnell laufen. Eiserne Leber. Alles ist geil. Eiserne Leber? Ja. Ist im Showgeschäft eigentlich die sinnvollste? Das wäre sehr Superkraft. Habe ich mir noch nie gemacht. Nee. Einfach bekloppt zu sein, ist das auch eine Superkraft? Ja, das ist eine absolute Superkraft. Na ja, das ist schön. Und das dann noch genießen. Ja. Sich nicht schämen. Ne? Und auch hier das Kind bewahren. Ne? Das ist ja beim Schauspiel auch, na ja, auch so, oder? Dass man immer das Kind in sich bewahrt. Na ja, die Naivität. Ja. Ja. Gut, dann erkennen wir heute mal Naivität als, und Kindlichkeit als Superkraft an. Das war einfach auch mal schön. Darauf können wir uns einigen. Kann man sich auch, wenn man mal wieder gesagt hat, oh, bist du kindisch, sagst du, ja, tja, großer Kraft, voll große Verantwortung. Ist halt immer so. Bitte. Ja. Muss ich. Leider. Mal überleg dir mal was. Kids, ich glaube, ihr braucht mich jetzt gar nicht mehr. Ich würde jetzt mal so langsam. Ich wollte auch sagen, jetzt wäre es mal langsam Zeit. Ja, ich habe du musst auch, ja. Du musst noch deinen. Das ist wie bei Wetten, dass du musst noch deine S-Bahn kriegen. Das ist doch ganz wichtig. Ja. Mein Privaten wäre wenigstens ein Taxi, aber ja, das ist. Nee. Hier werden die Gebühren. Oh, Gebührengelder, da geht nur die S-Bahn. Judy, ich möchte dich drücken. Ich bin geimpft und getestet. Man muss das heutzutage immer dazu. Ja. Es war eine große Freude, dich wiederzusehen. Wir umarmen uns jetzt auch. Da musst du durch, mein Lieber. Es war sehr, sehr schön. Das kann ich nur so zurückgeben. Sage ich jetzt, solange die Kamera noch läuft? Ja. Muss ich das leider sagen. Ja. Und, bitte grüßt mir Dexter noch mal ganz lieb. Natürlich, natürlich. Mach vorsichtig. Bis ganz bald. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, guten Appetit noch. Tschüss. Dankeschön.
So, jetzt wird's gemütlich. Jetzt musst du mir helfen. Wer war denn das eben? Keine Ahnung, der stand gestern bei mir vor der Tür. Und hat bei mir übernachtet, aber komischer Typ. Wenn der mal klingelt, mein Tipp, nicht aufmachen. Gut. Tu so, als wärst du nicht zu Hause. Ja. Ah! Was mir gerade eben noch eingefallen ist, die Folge Krause kommt mit Judy Winter, die gibt's übrigens in der ARD-Mediathek und natürlich bei YouTube. Da gibt's übrigens auch noch ganz viele andere Folgen Krause kommt. Würde ich mir anschauen an eurer Stelle. Ich war ja dabei, ich hab's schon gesehen. Es war gut. Doch, richtig gut. Wir sind fertig, ne? Ja, Drehschluss. Danke. Krause geht jetzt. Tschüss.